Wusstest du, dass der Jutorandus bis zu 1400 Kilo wog und der bekannteste gefiederte Dino ist? Nee, ich auch nicht. Ist aber egal. Wir ziehen uns heute auf jeden Fall ein. Willkommen zurück zu Ark Storytime. Ich hab mal ein bisschen gezüchtet. Ich hab mal ein bisschen die Finger ins Spiel genommen. Quasi, das nehmen wir mal kurz mit. Das brauchen wir. Das gibt Kibbel. Ich hab ein bisschen gezüchtet und zwar ist dabei rausgekommen Folgendes. Ein sehr, sehr cooles Rot bei den Megatherien, was mega nice ist. Und wir haben weiße Hände halt, aber das ist egal. Der kommt weg. Wir haben aber auch dieses Grün an den Händen. Und wenn man genau hinguckt, dann haben wir jetzt eine Mutation auf dem Lebenswert. Endlich. Wir sind da jetzt halt statt 38 haben wir da 40 Punkte drauf. Das ist sehr schön. Ich probiere aktuell, dass ich hier die grünen Hände drauf kriege. Das ist der Plan, ja? So wird die Armee aussehen. Das wird die Armee sein. In Rot mit Grün für die Brutmutter. Und dann werden wir die Brutmutter komplett wegklatschen. So ein Ding ist das nämlich. Und dann versuche ich die hier wieder irgendwo hinzustellen, wenn ich das alles übertragen habe mit den Farben und versuche so ein Rondell zu machen mit den Megatherien. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich wäre es schlauer, das Ganze da hinten aufzubauen, denn da müssen wir eh irgendwann hin, um die ganzen Dinos dahin zu stellen. Und wenn wir sie schon alle da haben und da brüten können, dann macht das, glaube ich, mehr Sinn, oder? Weil theoretisch, das ist ja auch das Ding hier von dem Ding, wortgewandt WE und je, man kennt ihn. Also dieses Prinzip hiervon ist ja, dass alle Megatherien, die halt die werden nicht gebrütet, die geboren werden, fallen hier rein und alles, was nicht zu gebrauchen, also alles, was wir jetzt nicht brauchen für die Brutmutter, weil es keine Mutation hat, etc., wird dann hier unten von einem anderen Megatherium Platz gemacht. Warum machen wir das? Weil wir grausam sind? Nein! Es levelt sich damit einfach gut. Ich habe es gestern mal ausprobiert. 12 Level on top. Übrigens, hier wurde sich beschwert, von wegen, dass es noch nicht gefixt worden wäre, weil das im Stream nicht anders geklappt hat. Ja, wie du siehst, Grüße gehen raus, ist immer noch nicht gemacht. Mache ich noch irgendwann, wenn ich dazu... Nein, ich muss dafür was umstellen, deswegen machen wir noch. Dann sieht es schick aus. Also wahrscheinlich werden wir das nochmal da hinten hinbauen. Also das... Wir nehmen einfach den Turm und schieben ihn woanders. Genau das werden wir machen. Aber wenn ich schon vom Juti spreche, dann ist es wohl ein Zeichen, dass wir uns heute den einen oder anderen ziehen wollen. Das ist korrekt. Dafür brauchen wir einen Quetz. Wir werden uns, glaube ich, der Plan ist folgender, Leute. Warum Juti? Für die Leute, die noch keinen Boss gemacht haben, Juti ist gut, der bufft uns hoch. Der gibt uns einen Angriffsboost und wir werden uns heute zwei Low-Level, glaube ich, zähmen. Wo ist da der Quetz? Denn, also Männchen, Weibchen, das ist klar. Denn für den Juti reicht unser Kibbel nicht aus, das wir haben. Also es ist nicht gut genug und deswegen werden wir uns heute zwei Low-Level zähmen, damit wir die paaren können, damit wir befruchtete Eier haben, damit wir daraus dann Kibbel machen können, um dann noch weitere Jutis zu zähmen, zwei Stück, die wir dann wiederum paaren können, damit wir sie imprinten können, damit wir gute Jutis für den Boss haben. Also ich habe einen Plan auf jeden Fall. Let's go. Wir gucken erstmal, was jetzt hier Phase ist. Oh, da gibt es aber viele. Level 2, 10. Das haben wir irgendwo Level 10er. Da ist Level 5. Da ist Level 10, Level 10. Super, das trifft sich gut. Wir holen uns erstmal den Level 5er. Ich will ja nichts riskieren mit einem Level 5er Juti hier. Ich glaube, wir müssen mal dieses Dingen eben ein bisschen größer bauen. Das machen wir eben nochmal schnell. Das sieht auch schon mal sehr schön aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir den Juti auch getragen bekommen. Der Moment der Wahrheit. Können wir ihn packen? Das ist ein Kano. Oh. Ah, Leute. Doch nicht der Moment der Wahrheit. Vielleicht jetzt der Moment der Wahrheit. Ja, wie es mir scheint, werde ich keinen Juti tragen können. Ich werde jetzt hier nur den Kano immer kriegen. Aber Nico der Profi wäre ja nicht Nico der Profi, wenn er nicht vorbereitet wäre. In weiser Voraussicht habe ich mir nämlich ein paar Steinfundamente und ein paar Steintürrahmen mitgenommen. Die bauen wir einfach mal auf. In weiser Voraussicht hat aber leider der Profi auch die Hälfte im blöden Tisch zu Hause liegen lassen. Da steht das schöne Ding. Eine schöne alte 10. Was ist denn hier los? Eieieiei. So, ich gerade Dinge zu erklären. Könnte jetzt hier nicht so ankommen im Schneebiom, hör mal. Was ist denn mit dir verkehrt? Willst du gezähmt werden? Level 15. Das ist ja lächerlich, Level 15. Dann fangen wir jetzt gar nicht an. Das brauchen wir gar nicht. Wir waren schon lange nicht mehr Digga. Wir waren schon lange nicht mehr im Schnee. Das ist das, was der Herr hier sagen möchte. Irgendwie sterben alle Jutis weg, die ich hier wegzähmen wollen würde. Ja, gut, wir sind hier. Der ist da. Das ist ein langer Weg, um den herzuziehen. Ich habe jetzt einen Kilometer. Ich habe die ganze Falle aufgebaut. Wir zähmen jetzt her. Ich baue die Falle jetzt nicht wieder ab. Ist ja mega. Ich dachte, Juti zähmen jetzt erstmal so, zack, easy. 10 Minuten in der Aufnahme und dann löppt der Lachs. Aber, ja, gut, einen Kilometer den zu ziehen, ist jetzt auch eine Aufgabe eigentlich, ne? Ha. Juti zähmen macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich hole jetzt die blöde Falle wieder. Auf ein
ein neues. Oh, jetzt haben wir ein Problem. 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 Jetzt haben wir ein gewaltiges Problem. Jetzt haben wir ein ganz gewaltiges Problem. Ich brauche den Agi wieder. Ich brauche den Agi wieder. Ich brauche den Agi. Hallo, lass mich aufspringen. Hey, kämpfen die jetzt gegen meine Struktur? Und die machen Schaden gegen mein Holz. Ich glaube, das Holz reicht nicht, damit er da hochgelaufen kommt. Ich drehe durch. So, ein Problem weniger. Mach den weg da, den anderen Kanu. Sehr schön. Ich muss ihn. Auf wen will er denn jetzt gehen? Auf mich oder warum beugt er darum? Hast du auch Lust, mir hinterher zu laufen? Also er hat einfach so gar keinen Bock, mir jetzt irgendwie hinterher zu laufen. Aber Planänderung. Ich würde sagen, den versuchen wir jetzt mal zu legen. Ich glaube nicht, dass. Du dämliches Tier. Ich glaube nicht, dass die 44 Darts für ihn reichen werden. Der hat 15.000 Torporn, das geht so schnell runter. Ich glaube, ich muss nochmal in die Base, aber ich würde ihn gerne denn einsperren hier trotzdem. Aber wie kriegt man ihn denn jetzt hier auf sich gezogen, wenn der sieht es ja komplett gar nicht ein. Okay, der sollte mal machen. Ich fliege in die Base zurück und nur noch mehr für Betäubungspfeile, damit wir den zähmen können. Weil der Plan ist jetzt folgender, dass wir den jetzt einfach zähmen und dann noch einen anderen dazu zähmen. Also, dass wir halt direkt die High-Level-Dinger nehmen, weil wir können auch mit Prime Meat genauso gut zähmen. Macht für unsere Zwecke jetzt keinen Unterschied, ob wir jetzt das super-duper-Kill-Bild dafür nehmen. Wir sind wieder da und er hat endlich abgelassen vom Ding. Sehr schön. Nur das eine Holzpanel, nennen wir es mal, ist fast kaputt, wenn ich das richtig sehe, oder? So ziemlich. Das Problem ist jetzt, dass er wahrscheinlich hier nicht hochkommen wird, weil uns ein Fundament fehlt. Vielleicht können wir eins aus der Mitte eben rausnehmen. Ich muss das echt umstellen, dass man auch ohne Fundamente halt da vernünftig bauen kann. Jetzt können wir nämlich auch hier unten was hinsetzen. Da fehlte sonst eins. So, der Kollege, wo ist er denn? Da vorne. Let's go. Und er hat wieder Kanos um sich. Ja. So, jetzt hat er uns, oder? Kommt er uns hinterher? Oh nein. Ich hasse Juti so sehr. 20 Sekunden sind das auch immer noch, ne? Er war doch quasi schon auf dem Weg zu unserer Falle. Oh nein. So, wir nehmen den mal als Köder. Vielleicht funktioniert das ja. Der ist jetzt so weit weggelaufen schon wieder. Hier. Ich habe ein Schwein für dich. Ich fasse das langsam nicht mehr. Ich fasse es langsam nicht mehr. Ja, lauf rein. Lauf rein, los, komm. Er muss doch nur einmal darüber laufen. Junge, wie weit reicht das denn? 10 Meter oder was? Jetzt ist er wieder an den Schweinen dran oder was? Ja, Junge, lauf hoch. Du willst es auch. Du musst da rein. Was habe ich getan? Jetzt sind hier zwei Jutis, ein paar Kanus und die ganzen Schweine. Ah, das wäre doch nix. Ach, die Schweine müssen da raus. Die haben schon die Hälfte des Lebens abgezogen. Das können wir jetzt nicht riskieren. So viel Zeit, wie da jetzt drin steckt. Der muss jetzt was werden. Ja, aber sieht aktuell so aus, als wäre ein bisschen verbuggt da auch drin. Vielleicht können wir das jetzt nutzen. Es scheint sehr gut auszusehen. Ja, Wolleck. Da liegt das gute alte Ding. Komplett aus dem Leben genockt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das mit dem Fleisch und so funktioniert. Und halt mit dem Betäuben, weil ich habe nichts mitgenommen, weil geistesgegenwärtig und so. So, wie sieht das denn mal hier aus? Ich habe eben nochmal ein bisschen. Oh, das ist super. Die Bewusstlosigkeit geht ja kaum runter. Das heißt, den haben wir gleich gezähmt und es gehen trotzdem aktuell 74 Level on top. Was absolut okay ist. Das heißt, wir hätten uns also dieses Doppelt- und Dreifach-Zähmen sparen können. Sparen wir uns ja auch. Ich habe auch noch die zwei Kryokapsel mitgenommen. Als hätten wir es nämlich geahnt, haben wir zwei Stück noch im Lager liegen gehabt. Da kommt der Kollege dann gleich rein und werden uns danach, wenn er hier fertig ist, noch den nächsten zähmen, damit wir das auf jeden Fall fertig haben und dann eben einen Boss Juti züchten können. Oh, Junge. So unnötig einfach nur gerade, dass der jetzt hier ankommt. Wenn er den Juti gehauen hat, ne? Oh nein. Ah. Ey. So, komme ich da hingelaufen, ohne zu sterben? Wir werden sehen. Oh nee. Komm, Freunde, es ist doch nicht euer Ernst. Nein. Fast tot. Wo ist der blöde Ark? Was ist, der Juti ist schon da? Ich komme also hin. Aber, auf ein neues. So, mach tot. Töte, Argentavis, komm her, bleib stehen. Argentavis, haha, so, Freunde. 224, ja, die nicht getroffen, es ist nicht verhext. Sehr schön, Level 224, wie sich das gemacht, ist Schwein jetzt tot, ja. Verdammt normal. Hat's doch noch gelohnt, hat sich's doch gelohnt, damals diese ganzen Schlafsäcke aufzustellen, als wir in der ersten, zweiten, dritten Folge irgendwie da waren, um Sachen zu machen. Was sagen jetzt die Werte von dem Beauty? Die waren vorm Zähmen relativ gut. Naja, 29 auf Leben und 32 auf Angriff ist halt im Bereich von okay. Und ich glaube, das Wichtigste ist Ausdauer bei ihm, weil wir den Buff haben wollen. Und so sehr wir uns jetzt auf freuen, dass wir dich haben, mein junger Freund, wir müssen dich einmal hier reinpacken, damit wir dich transportieren können. Das Ding steht wieder, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch nicht rein laufen wird, weil das wieder eine Dingens zu kurz ist, aber wir haben nichts, wo wir was wegnehmen können. Wir gucken mal, ob wir den irgendwie gezogen kriegen. Einfach mal ihn random in die Falle reinlocken, nachdem er mich da so anschreit. Das wäre doch mal was. Jetzt komm mal hier mit, Freund der Sonne. Ja, hör auf rumzuschreien, lauf da hoch. Es ist so ein Kasper, der Typ. Es ist nicht mal ein Typ, es ist eine Typine. Er kommt da hochgelaufen. Hängst du jetzt wieder fest? Hängst du fest? Ja, wir schießen einfach mal rein, weil so wie es aussieht, haben wir ihn jetzt auch wieder da feststecken. Genau wie das letzte Mal auch. Dann, gönnen wir mal uns eine Runde hier. Ja, Wolleck!
Da liegt da. Das Weibchen. Es ist ein Weibchen. Packen wir natürlich wieder das schöne Prime Meat rein und dann läuft das auch hier. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wir sehr viel Glück im Unglück eigentlich hatten. Es hat ja sehr lange gedauert, den immer zu trappen, beziehungsweise den ersten alleine schon. Und es sind sehr viele gestorben, aber ich weiß nicht, warum sie hier immer hängen bleiben. Das ist ja eigentlich so geplant, dass sie hier so laufen und dann laufen die hier so rein und dann so, ups, gefangen und bam, bam, betäubt. Aber hier war jetzt das Problem, dass er sogar straight drauf zugelaufen. Wir hätten noch eine Reihe Rampen gebraucht und dafür hätten wir noch ein weiteres Fundament gebraucht, weil das ja sonst nicht geht, weil da kein Fundament in der Nähe ist. Das durch einen Pfeiler gestützt ist oder nicht, ist ja völlig egal. Egal. Arc-Bausystem ist eh so eine Sache für sich. Aber gut, haben wir ein bisschen Glück gehabt jetzt. Sehr schön. Egal, wir haben mal einen Duty hin, der, na gut, die pennen jetzt beide. Ach komm. Dann hau ich den anderen Duty da auch noch hin. Wenn das jetzt so ein Ding hier ist. Ja, die pennen jetzt erstmal hier. Das ist ja nicht so tragisch. Wie dem auch sei, ich werde versuchen, noch ein Pärchen zu züchten, dass wir einen Boss Duty haben und vor allem Boss Megaterien, ne? Dass wir das alles übertragen haben mit dem Wert und bla 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 bla. Kriegen wir alles hin, dann können wir auch nämlich die Brotmutter machen. Lief heute alles ein bisschen anders, als ich es ursprünglich wollte, aber typisches Arc-Spielerlebnis eigentlich heute. Also, ne, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben geben, Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.